Hallo meine Lieben und ein herzliches Please Kill Me zur zweiten Folge von The Park. Ich habe dieses Mal die Subtitles auch angestellt. Ich hoffe, das sollte jetzt auch so funktionieren. Das Spiel ruckelt auch weniger dieses Mal. Nicht, dass es letztes Mal enorm viel geruckelt hat, aber ja. Und zusätzlich ist es jetzt auch Nacht. Ich spiele nicht am Tag. Und das heißt, es sind alle Maßnahmen für ein perfektes Horror-Säschchen. Das Wort habe ich einfach gerade mal so erfunden. Ja, gegeben, sage ich jetzt einfach mal. Ich muss erstmal wieder ins Sprechen reinkommen, merke ich. War gerade noch ein bisschen im Training und habe mir jetzt gerade noch was zu futtern gemacht. Und mal gucken, ob mir gleich der Appetit vergeht. Hier haben wir, glaube ich, in der letzten Folge aufgehört. Es kamen auch schon einige Reviews jetzt zu dem Game raus. Viele haben gesagt, dass es doch eher ein bisschen enttäuschend ist. Zumindest, dass sie es langweilig fanden, streckenweise. Da das Spiel aber nicht allzu lange ist, 1,5 Stunden, glaube ich, werde ich das jetzt trotzdem mit euch durchspielen. Und allzu schlecht soll es definitiv nicht sein. Ja, wunderbar, jetzt kann ich wieder diese Schrift vorlesen, die ich kaum entziffern kann. Continually delayed by the incompetence of the builders. The problem is that they are locals and so they believe a lot of the rumors about it old man Henderson used to do here. They grew up on those tales. Every time a bolt comes loose or a wrench goes missing, those fools are crossing themselves against the black magic. Das habe ich noch nicht vorgelesen, oder? Kommt mir nicht so bekannt vor. Of course, that is why I chose this site over all the other potentials. Solomon Island is a nexus for dark energies and the thought of all that power just dissipating beneath the earth here. It makes my skin crawl. I called in a few favors back in Brooklyn and got someone at the local academy to see if they had any interesting books about local history. Turns out they had... They do, and it turns out that the old man Henderson has some pretty strong connections to the Brooklyn crowd. Perhaps something he wrote will help me find a piece of the plans that I am missing. Okay. Ja. Es geht mal wieder darum, wie mysteriös diese Insel hier ist und dass er das Rätsel lüften will. Ich habe in der letzten Folge auch was verpasst, wurde mir gesagt. Also ich habe es scheinbar verpasst, mit einer gewissen, nicht Achterbahn, aber mit einem Fahrgeschäft zu fahren. Ich gucke, dass ich dieses Mal das alles mitnehme, was geht. Mhm, mhm. Und je nachdem, wie viele Zettel wir jetzt noch finden, werde ich dann nicht mehr jeden einzelnen vorlesen. Aber gucken wir mal. Wenn so alle 10 Minuten einer kommt, dann ist es ja noch okay. Die anderen können ja dann einfach weiter scrollen, die sich das nicht antun wollen. Natürlich beschleunigen, oder? Beschleunigt sich jetzt nicht so arg. Das ändert irgendwie überhaupt nichts. Ah, dann muss ich es ganz abschalten. Ist natürlich auch völlig legitim, dass man nachts in einem horrorhaften Freizeitpark einfach mal ein Fahrzeug fährt, oder? So, ist ganz allein, man sucht seinen Sohn. Why not? Kann man schon machen. Also, würde ich ohne Zweifel definitiv tun. Okay. Ich weiß nicht, wer jetzt bitte das Fahrgeschäft wieder angemacht hat. Aber okay. Ich liebe Riesenräder. Ich bin schon so lange kein Riesenrad mehr gefahren. Das ist so cool. War auch ein bisschen creepy. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Yeah. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. He talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale.
Yeah. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Das ist schon ein bisschen böse. Also hat ihr Mann tatsächlich in diesem Freizeitpark hier gearbeitet? Tut mir leid, wenn das schon vorher gesagt wurde, aber jetzt erst durch die Subtitles. Dankeschön für den Hinweis übrigens von euch. Habe ich das jetzt mitgekriegt? Also ihr Mann ist hier gestorben. Das macht die ganze Story natürlich etwas glaubwürdig. Oh mein Gott. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen erschrocken. Aber ja, war jetzt kein Jumpscare oder so. War ganz nett. Ja. Liebe Entwickler, ein bisschen mehr müsst ihr da schon noch bringen. Dass wir da tatsächlich Angst kriegen. Meine Leute sind nämlich hart gesotten. Letztens hat mir auch jemand empfohlen, dass ich mal das Spiel Monstrum spielen sollte. Und dann hat einer aus der Community sehr, sehr empathisch gesagt, nein, Melina, spiel das nicht. Ich vermute, dass du zusammenbrichst, wenn du das tust. Und dann wusste ich nicht so recht, soll ich mich jetzt geschmeichelt oder beleidigt fühlen? Die Person hat dann gesagt, nee, das war lieb gemeint und das glaube ich ihr auch. Aber wirklich tatsächlich so pussyhaft, dass ich so mega am Durchdrehen und Rumkreischen bin. Also ich weiß, Layers of Fear, da war ich phasenweise schon wirklich ein bisschen kurz vor einem Heart Attack. Aber so ein Spiel wie das hier, das geht ja eigentlich locker. Und du kannst dich nicht bücken. Du kannst dich einfach nicht bücken. Das ist jetzt wirklich dein Ernst. Da sitzt eine Puppe. Okay. Take Rollercoaster-Ticket und natürlich fliegt uns wieder der halbe Park um die Ohren. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Sie tickt halt wieder halbert aus. Okay, würde ich auch machen, zugegeben. Wenn ich in diesem Park rumlaufen würde. Und dann laufen wir einfach mal weiter. Ja, Mädchen, beruhig dich jetzt. Hast schon noch ein paar Minütchen zum Leben. Viele Menschen idolisieren ihre Kinder. Ich höre sie über ihre Kinder sprechen und nur die Art, wie sie sprechen. Ihre fucking Stimmen machen mich wollen vomiten. Mein Angel likes to read and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people. You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them and then you spend the rest of your life as their slave, wiping asses, mopping up piss, feeding them. Alter. Little life sucking monsters who take and take and take until we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It served the little fuck right if I just abandoned him. Okay. Ich wusste nicht, dass sie so krank ist, die Frau. Punkt A. And beste, no, halt. The award for the best fucking mom goes to definitely this character. Und Punkt B. What the fuck? Hast du noch nie eine Person geliebt? Denn wenn du eine Person liebst, und das solltest du tun, wenn es dein eigen Fleisch und Blut ist, dann, verdammt nochmal, gibst du gerne ohne Ende. Dann gibst du so viel, wie du nur kannst. Aber ja, ihr Mann ist natürlich gestorben und das macht sie jetzt etwas fertig. Die Frage, die ich mir jetzt gerade nur stelle, ist, wollen wir überhaupt unseren Sohn finden, beziehungsweise sollten wir das wirklich tun, wenn wir sie so sprechen hören? Ich habe gerade ein bisschen Sorgen, dass wenn wir ihn finden, dass wir ihn dann erstmal ein bisschen killen. Bin ich eigentlich nicht so scharf drauf, so Kindesmord, nö, finde ich nicht so cool. Ja. Fahr mal wieder ein Fahrgeschäft und erzähl uns mehr über dein kaputtes Leben. What do you want?
We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? I? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Ja. Ja, das ist wirklich unglaublich beängstigend. Ja, nein, das war kein Gen, Leute. Das war kein Gen, absolut nicht. Wow. Ich bin beeindruckt. Wie kann ein Spiel mit so einer wirklich guten Grafik und mit so einer guten Idee und so einer nicht schlechten Atmosphäre so nicht gruselig sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich glaube, die Musik ist ein großer Punkt. Die Untermalung passt einfach nicht. Das ist nicht furchteinflößend genug. Und ja, dann ist es vielleicht auch zu hell. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht sagen. The witch awaits. Ja, du bist die Hexe, glaube ich. Come back! Schrei nicht so, als ob du ihn über alles lieben würdest. Alte Lügnerin. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. Wer nur? I asked him, demanded really, to know where he got the marks, but he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. And there will be pain. But I love him and in the end he will understand why. Es liegt auch an ihr. Dieser, dass die Authentizität einfach nicht so gegeben ist. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als sie gesprochen hat. Sie ist A, zu hysterisch und B, einfach nicht. Sie wirkt schon psychotisch, aber irgendwie, also wenn ich mir da tatsächlich stattdessen einen Vater vorstelle mit einer ruhigen richtigen creepy Stimme, da wird das viel mehr in mir auslösen. Eine gewisse Ruhe, eine gewisse... ich weiß nicht, wie ich es erklären kann, aber sie ist... Nee, sie ist kein Psycho. Sie ist mehr so eine Hysterische und das macht mir keine Angst. Das ist einfach so. Das muss ich einfach so sagen. Und Leute, ich rieche hier gerade verbranntes Essen. Ich denke, ich sollte mal kurz einen Cut machen für die Folge und dann danach wieder weiterspielen. Also, wir sehen uns zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr guckt weiter. Ich werde es auch durchspielen, auch wenn der Gruselfaktor nicht gegeben ist, einfach weil ich es trotzdem unterhaltsam finde. Ich hoffe, es geht euch genauso. Und dann bis zur nächsten Folge. Bitte auch an die Daumen denken. Bis dann. Ciao, ciao.